zu Pommes World of Science. Also, ich bin Pommi und möchte mit euch die faszinierende Welt der Wissenschaft entdecken. Also, das hier ist unser Studio. Heute beschäftigen wir uns mit den tropischen Regenwäldern, von dem sich einer der größten in Brasilien befindet. Dazu haben wir den Experten Professor Dr. Braun zu uns ins Studio eingeladen. Und hier kommt er! Grüß Gott! Professor Braun, was können Sie uns denn alles über den Regenwald erzählen? Also, die tropischen Regenwälder gibt es in Süd- und Mittelamerika, Afrika und Südasien und in Australien, wie man hier auf dieser Karte ganz nett erkennen kann, also ja. Also ganz charakteristisch für den Regenwald ist Wetter, nicht? Dort sind eben ganzjährige Niederschläge, die besonders intensiv sind. Da gibt es dann 10 Monate humides Klima, also das heißt mehr Niederschlag fällt, als verdunsten kann, nicht? So gibt es nur mehr Niederschlag. Dann wird das Klima ganz feucht, gell? Also im tropischen Regenwald wachsen die Pflanzen extrem dicht nebeneinander, aber auch in einer vertikalen Staffelung. Das ist dann so ein sogenannter Stockwerkbau, so nennt man das. Ja. Da gibt es einmal die Bodenschicht, die Grauschicht, darauf folgt die Strauchschicht und letzten Endes haben wir dann die Baumschicht, wo die Bäume auch über 40 Meter Höhe aufweisen können. Also der Regenwald ist auch für unser Weltklima verantwortlich. Also das ist ganz essentiell dafür, ja. Der größte Teil der tierischen Arten des Regenwaldes sind die Insekten, Spinnentiere, Krebstiere und Tausendfüßler. Ein Beispiel für die Säugetiere, die nur eine kleinere Artengruppe sind, ist der Tiger in Asien und der Jaguar in Südamerika. Dann gibt es dann noch die Reptilien, die im Regenwald ziemlich groß werden. Nicht zu vergessen sind natürlich die bunten Vögel wie Aras und die Paradiesvögel. Also, ganz wichtig zu erwähnen sind natürlich die Primaten, wie der Gorilla, der Orangutan oder kleinere Äffchen. Nun möchte ich mit der Zerstörung unserer Regenwälder fortfahren. Also es werden jährlich etwa 13 Millionen Hektar Waldfläche zerstört, ob durch Brandrodung oder Abholzung. Die Menschen nutzen die gewonnene Fläche für Weideland, Anbau von Futter, Soja und bauen dort auch die Rohstoffe ab. Und natürlich auch der Straßenbau ist da auch ganz essentiell. Also auch die Möbel aus Tropenholz verkaufen sich auch sehr gut auf den Märkten, ja. Weiters werden auch die Staudämme errichtet und riesige Flächen einfach überflutet. Das geht nicht, das kann man nicht machen. Zahlreiche Tiere und Pflanzen sterben aus. Es droht der Klimawandel und durch die Abholzung wird Kohlendioxid freigesetzt, das in die Atmosphäre gelangt. Und noch viel mehr, also ist schon immens, was da passiert ist. Die Menschheit hat es tatsächlich geschafft, ein Drittel der Regenwaldfläche am Amazonas zu zerstören. Also wenn das so weitergeht, wird in wenigen Jahren kaum mehr etwas vom Regenwald übrig bleiben, was natürlich auch immer immense Auswirkungen auf das Weltklima haben wird, also schon immens. Das war ja alles sehr aufschlussreich. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind und sage auf Wiedersehen. Ja. Und zum Schluss noch einige Tipps, wie man den Regenwald retten kann. So wenig wie möglich Fleisch essen, Fairtrade-Produkte kaufen, spenden, keine Möbel kaufen, die aus Tropenholz gemacht sind, Recyclingpapier verwenden oder einfach ein Stück Regenwald kaufen. Also folgt den Tipps und helft mit, den Regenwald zu retten. Das war's für heute.
bis zum nächsten Mal. Tschüss!